Dieses Jahr hat sich Mobiliar zum zweiten Mal an der Studie Homeoffice und Cybersicherheit bei Schweizer KMUs beteiligt. Die Studie zeigt, dass Cyberattacken weiter stark zugenommen haben. Ein Drittel von allen KMUs sind bereits schon mal angegriffen worden. Vor einem Jahr waren es noch ein Viertel. Weil seit Pandemiebeginn immer mehr Leute im Homeoffice arbeiten, sind die Unternehmungen verletzlicher geworden. Aber auch ohne Homeoffice sind die Unternehmungen angreifbar. Alle nutzen heute IT-Systeme, die vernetzt sind. Sei es zum Beispiel Kassensysteme, Produktionssteuerungen, Buchhaltung oder Webshops. Ihr seht, das Thema Cybersicherheit wird immer wichtiger. Nicht nur bei den grossen Unternehmungen, sondern insbesondere auch bei den KMUs. Und trotzdem, viele Unternehmerinnen und Unternehmer sind sich dieser Gefahr noch zu wenig bewusst. Wir von Mobiliar wollen mithelfen, dass sich KMUs besser gegen Cyberrisiken schützen können. Dafür haben wir verschiedene Angebote entwickelt. Erstens, Cybersensibilisierungstraining für Mitarbeitende. Mit dem könnt ihr testen, wie eure Mitarbeitenden auf Phishing-Mails reagieren. Auch könnt ihr eure Mitarbeitenden schulen und sensibilisieren, so dass jeder und jede weiss, wie man eine Cyberattacke abwehrt. Zweitens, der Cyber-Redbox-Schwachstellen-Scan. Die Redbox scannt eure IT-Infrastruktur auf Schwachstellen und zeigt euch auf, wie ihr die beheben könnt. Und drittens, die Cyberversicherung. Mit der sichert ihr euer Unternehmen ab, wenn trotz allen Vorsichtsmassnahmen ein Angreifer erfolgreich ist und euer Betrieb im schlimmsten Fall lahmlegt. Zum Schluss möchte ich euch noch das White Paper zu unserer Studie ans Herz legen. In dem findet ihr zu jedem Studienthema eine kleine Checkliste. Die könnt ihr durchgehen und so euer Unternehmen Schritt für Schritt sicherer machen.